Ja, willkommen zurück. Hervorragend. Das war eine echt schnelle, geile Idee gerade. Dahin. Welche die Höhle? Und dann fangen wir erstmal das Gehege an, weiter auszubauen. Brauche ich nicht. Haben wir. Sehr schön. So. Ich würde einfach sagen, wir holen nochmal die Eisbären hier rein. Dann richten wir das Gehege danach erstmal aus. Das Futtern können wir hier vorne hinsetzen. Plattform. Wir müssten doch eigentlich im Arbeitsbereich 1 rum oxidieren. Ja. Mit Arbeitsbereich 1 sitzen noch. Sagen eigentlich die Techniker. Nö, die sind nicht ausgelastet. Ja denn? Feuer frei. Ohne 3. Müsste doch hier irgendwo Mitarbeiterraum haben. Hier ist Pausenraum. So. Okay. Rechnung ist super. Eigentlich fast ein optimales Gehege, ne? Oh, dann pinseln wir jetzt mal das Gehege erstmal ein bisschen um. Na, wir gehen hier mit. Auch noch mehr tiefes Wasser. Wasser passt doch eigentlich. Ah, hier brauche ich trotzdem mal Felsen noch weiter. So, Felsen glatt. Das lassen wir denn hier schön erstmal am Rand auslaufen. Ja, der Herr, Sie wünschen. Der Berli ist verletzt, okay. So. Wasserfläche. Wasserfläche ist auch sehr. Also. Sehr. 2 ist schon arg. Würde ich echt schon bald mal sagen, wir nehmen das Wasser nochmal raus. Und sagen. Machen wir mal ein paar Quadratmeter größer. Hey. Ist besser. Aber jetzt schwebst du hier. Jetzt muss man dich erstmal wieder ein bisschen runterkriegen. Ist nicht schön. Okay. Forschungseinrichtung ist fertig. Gut. Stallschaf haben wir bald hinter uns. Wollen den Ochsenfrosch ein bisschen nach vorne bringen. So, Felsen haben wir.
Ja, jetzt pinsel mal die Gegend noch mal ein bisschen an mit Schnee. Dann gucken wir mal, was so überbleibt. Vom Schnee. Na? Pinsel hier schon fleißig und es bleibt nichts über. Aber eigentlich müsste bei 10 Grad ja diese Rand hier weg, wieder wegtauen. Gar nicht weiter pinseln. So, zack, 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 zack. Hätten wir das? Nö, ich würde eher schon bald sagen, wir bauen jetzt erstmal die Höhle weiter. Ich? Dich. Tundrafels oder Tigerfels? So. Ist nicht sehr spannend. Kann man nicht ein bisschen was Abgerundetes? Ja. Das gefällt mir. Dahin. Zurück. Fehler, Fehler, Fehler in der Matrix. Jawohl, eine schöne rustikale Höhle für die Herren von Eisbär. Ein bisschen was Kleineres noch. Ah, denen geht's gut. Futter haben sie. Spielzeug haben sie noch nicht so ganz, aber ist okay. Das dahin. Schieben wir da drunter. Wir sollten das erstmal in Ruhe verkleiden, ne? Hier noch ein bisschen was. Jawohl, sowas mag ich. Wenn ein bisschen Lebendiges reinkommt. Hier ist es ein bisschen zu. So läuft der Hase. Perfekt. Ja. Gut, das bräuchte ich noch ein bisschen was Kleineres. Hier. Na? So.
Diese Rocky Road hier war. Sehr geil. Könnten wir nicht noch ein bisschen... Weiß nicht, ob der Herr irgendwie springen kann ins Wasser. Ja, aber dann machen wir das wieder in Oberfläche ausrichten aus. Und haben wir nicht noch was Passenderes? Na, hast deine Dame wieder bekommen? Schön. Ja, viel denken. Denken dies, denken das. Okay. Gehege. Noch ein paar Schlafmatratzen hier reinlegen. In klein und in groß. Einmal alles auslegen, damit sie die Beute auch schön reinschleppen können. Okay, mehr Natur. Eine festliche Fichte. Douglasie. Du musst weg. Oh ne, oh ne, oh ne. Aus. Gleich mal gucken. Sind sie denn hier oben schon hingelaufen? Na? Viel? Okay. Ja, ist noch nicht ganz weg, aber es wird... funktioniert. Wir haben schon etwas nachgebessert. Das ist schon mal sehr positiv, was die FPS dann halt angehen, ne? Okay. Nehmen wir das mal mit den Douglasien hier mal ein bisschen durch, wa? Hätten wir nämlich einmal eine Grundfacette. Müssen halt nicht. Also maximale Dunkelheit. Wie ein Tagling. Ah, hier oben können wir halt noch ein bisschen. Sehe sie mal so viel. Simulieren wir halt so einen kleinen Ausschnitt aus dem Wald.
Sehr geil, zack. Sehr schön. Jetzt noch ein bisschen Kleinkram hier hinsetzen. Was haben wir denn noch Schönes? Wieder, was haben wir denn hier? Hier Warnung. Okay. So günstig. Noch ein bisschen mehr Geld rausquetschen aus den Leuten. Kanadisches irgendwas grün. Ah, könnte sich auch immer mal Tag werden. Oh, das könnte man eigentlich schon fast so lassen, oder? Ich würde das echt bald so lassen und sagen, gucke ich mir erstmal an und wenn mir das nicht so mehr zusagt, dann kann man das immer noch machen. Einfach mal hier hin. Dahin. Haben wir hier noch einen Ball. Heute ein bisschen was von allem reinsetzen. Ein bisschen Spaß haben. Oh. Das. Und Klimatisierung. Jetzt gucken wir nochmal nach der Klimatisierung. Ist doch im Prinzip alles wunderbar gegeben. Alles auf demselben Temperaturniveau, bis auf hier vorne. Aber ist okay. Müssen wir jetzt noch Schilder hinsetzen? Damit die Leute halt lernen, was das hier ist. Und sie nannten es Eisbär. Ah, meh. Kack. Haben wir den Axolotl? Ja, wir gucken uns auch an die. Haben wir hier vorne Strom? Nö. Warum sollten wir hier auch Strom haben? Wäre zu viel verlangt, glaube ich. Aber wir können hier sagen: keine Tier hat gewählt. Zack, zack, zack. Stehende Gäste, Eisbär, Musik. Ehrenfreunde. Ein Ausbilder zugewiesen, das kriegen wir doch noch im Griff. Mitarbeiter. Ausbilder. Zack, zack. Und zwar Arbeitsbereich 3. Denn. Hierhin. Sehr schön. Ist gemeint der Gemeinschaftsbereich. Habe ich echt keinen Strom? Nicht so wirklich, ne? Hm. Ist nicht cool. Ist gar nicht cool. Können wir denn nicht wenigstens hier vorne auf die Ecke das setzen? Jawohl. Perfekt. Gut, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.